Kapitel 2 Eine Heimat. Höre mich! Diese Worte waren das erste, was ertönte, als Günther sich wieder in seiner zweiten Heimat wiederfand. Seit Jahren war es ein ähnliches Spiel für ihn. Von seiner eigenen Welt aus verband er sich mit seiner zweiten Heimat, der Welt der Pokémon, um seine alten Freunde zu treffen, Neues zu erleben, schlicht ein Leben zu leben, in einer Welt, die ruhiger und friedlicher war als die eigene. Dieses Mal jedoch waren dies die ersten Worte, die er hörte, und sie schrien nicht nach Erholung. Ich höre dich. Wer bist du? Was willst du? Es ist zu viel, um es so zu besprechen, Günther. Mein Freund, ich bin es, Omegon. Versammle ein Team und geht zum Hügel am Spiegelsee. Dort sende ich euch ein Zeichen an jenen Ort, an welchem wir uns treffen. Ohne überhaupt eine Möglichkeit zu antworten zu lassen, schwand die Stimme wieder und hinterließ das Kanimani mit wenigen Optionen. Und nur eine davon erschien logisch. Er fand sich nun wieder im altbekannten Haus, in welchem einst sein bester Freund Lord Ecke lebte und ihn aufnahm. Eine Waldhütte nahe Silberdorf. Lord Ecke war nun schon seit etwa 20 Jahren in dieser Welt tot. In Günthers eigener etwas mehr als 13. Vergessen hatte jedoch keiner den ersten Menschen an diesem Ort, welcher über Jahrzehnte sein Geheimnis halten musste, um seine Heimat zu schützen. Seit der große Kampf gegen Vileless endete, war Krieg für die Pokémon Nordicas kein Thema mehr gewesen. Doch das damalige Team der Helden war trotzdem kaum auseinandergedriftet. Jene, die in der Zweigwelt geboren waren, waren zwar alle wieder dort. Eevee, Bulbi, Funkenherz, Sejong, sie alle. Doch trotzdem ließen sie hin und wieder von sich hören. Wenn auch in letzter Zeit nicht wirklich. Das Kernteam dieser Welt war noch beinahe vollständig. Latias war immer noch eine Vorsteherin für Silberdorf und kümmerte sich um Organisatorisches. Sollte dieses kleine Dorf es überhaupt mal brauchen. Ihr Bruder Latios lebte als normales Pokémon schlicht im Dorf. Günthers ältester noch lebender Freund Floink war im Prinzip auch immer nahe. Nur manchmal machte er sich für ein paar Tage, selten auch Wochen, auf Reisen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Flamiau, welche er inzwischen auch schon seit vielen, vielen Jahren kannte. Sumpex war die einzige Ausnahme. Der Eigenbrötler war meist unterwegs auf Reisen, kam jedoch manchmal zu Besuch. So wie der Zeit. Günther trat auf den Dorfplatz, sein Blick umherfallend, auf der Suche nach Latias oder Latios, da er mit ihrer Hilfe nicht jedes Pokémon einzeln suchen müsste. Silberdorf selber hatte sich seit dem großen Krieg kaum verändert. Ein paar neue Häuser standen. Das Dorf war etwas größer geworden, doch immer noch bequem und idyllisch. Am Ort, welcher eher noch mehr Schönheit trug als einst. Der Hügel, auf welchem der große Baum nur noch weiter gewachsen war, erspähte das Kanimani die Dorfvorsteherin und begab sich sofort zu ihr. Latias, grüß dich. Ah, Günther, hallo. Brauchst du irgendetwas? Ausnahmsweise schon, so selten das auch ist. Ruf bitte Floink, Flamiau, Sumpex und Latios hierher. Es gibt Wichtiges zu bereden. Zwar wirkte Angesprochene etwas verwirrt, widersetzte sich jedoch nicht. Stattdessen schloss sie kurz ihre Augen, wie Günther wusste, um einen telepathischen Ruf abzusetzen. Und schon kurz darauf näherten sich nach und nach die erwähnten Pokémon. Was gibt es? Ach, hallo Günther, gut dich mal wieder zu sehen. Hast du uns einberufen lassen? Ja, das habe ich. Ich glaube, es gibt wichtige Informationen. Sumpex wirkte von dieser Aussage nicht gerade begeistert. Du glaubst, was genau soll das heißen? Als ich gerade wieder diese Welt betreten habe, hat mich eine Stimme begrüßt. Es war eindeutig Omegon.
Er sagte mir nicht viel, nur dass ich euch hier versammeln sollte. Er meinte, er würde uns an einen Ort leiten, wo wir persönlich mit ihm sprechen. Wie auf ein Kommando erschien sofort am Himmel über Günther ein einzelner Stern. Mitten am helllichten Tag. Alle Pokémon des Teams sahen, wie der einsame Himmelskörper einen Lichtstrahl ausstieß, welcher an einen besonderen Ort zeigte. Eine Weile später fand sich das gesamte Team unterirdisch ein. Dort, wohin der Stern sie geführt hatte, waren sie gereist und hatten mit Hilfe des Signales einen geheimen Eingang in den Untergrund gefunden. Hier erstreckte sich eine riesige Höhle. Ein Ende schien beinahe nicht in Sicht. So etwas hat sich hier so lange versteckt und niemand hat es je gefunden? Das ist ja unglaublich. Aber was ich mich frage, warum? Was gibt es hier, dass es wert ist, versteckt zu werden? Also wenn ich raten müsste. Vorsichtig näherte sich Günther einer eigenartigen, schwebenden Kugel an, welche am hinteren Ende des Raumes schwebte, etwas größer als das Kanimani selber. Würde ich schätzen, dass dieses Ding hier schuld ist. Korrekt! Kurz schreckte Günther zurück und seine Freunde traten zu ihm, als eine winzige schwarze Echse, nur so groß wie eine Kralle des Kanimani, von der Rückseite der Kugel nach vorne kroch. Dieser unscheinbare Anblick könnte viele verwirren, doch nicht die eingesessenen Helden, die jenes Wesen bereits kannten und wussten, wie er aussah, wenn er denn entfaltet war. Omegon, du wolltest uns sehen. Wie du siehst, habe ich deine Anweisung befolgt und das Team versammelt. Was ist geschehen, dass du uns von Angesicht zu Angesicht sehen willst? Ein kurzer Moment von bedeutender Stille folgte. Auch ohne Augen schien Omegons Blick auf den Pokémon zu brennen. Hört mir zu! Alles, was ich euch hier sage, muss fürs Erste unter uns bleiben, ja? Gut, also beginnen wir am Anfang. Ich hätte diesen Ort am liebsten ewig geheim gehalten. Selbst euch gegenüber. Doch die Situation erfordert es. Dieser Ort ist wahrlich wert, geschützt zu werden. Denn diese Kugel ist mein Kern. Der Kern von Weltengeist und Weltenbau. Dies ist der einzige Weg, mich zu zerstören, wo ich im Kampf zu mächtig bin. Und so gern ich den Frieden breche, welchen ihr euch tapfer erkämpft habt. Vielleicht ist es noch nicht zu Ende. Ist Darkrai zurück? Der Gedanke an den alten Feind ließ den Anführer des Teams sofort aufschrecken. Jahrzehnte hatten sie Krieg gegen den dunklen Gott geführt. Viele Freunde hatten sie verloren. So viel Leid, um ihre Heimat zu schützen, bis sie es endlich geschafft hatten und Günther seine letzte Chance zerstören musste, persönlich in diese Welt zu kommen. Mehr als nur eine Simulation. Der Gedanke, dass dieser Todfeind einfach zurückkehren könnte? Nein! Also, doch vermutlich. Ich gehe stark davon aus, dass er sich irgendwo in einem anderen Weltenbaum herumtreibt. Doch er hat nicht mehr die Macht, die ihn gefährlich machte. Es sind nun andere Pokémon, die aus fernen Weltenbäumen anreisen, im Glauben, dass ihre eigenen Weltenbäume mehr Macht erlangen. Wenn unserer stirbt, sie fühlen sich von unserer Macht bedroht und wollen die Kraft für ihre eigenen Welten. Und leider, innerhalb der Weltenbäume habe ich wenig Macht. Noch bitte ich euch, dies alles für euch zu behalten. Ich habe schon unzählige Vorbereitungen getroffen. Die Pokémon werden diese Welten ja erreichen können. Doch sollte Unmöglichstes geschehen, brauche ich eure Bereitschaft. Ich habe bereits jemanden geschickt, sie zu stoppen. Und diese Welt ist abgesiegelt. Du warst das. Latios erkannte sofort den Zusammenhang zwischen diesen Erklärungen
und den Freunden der benachbarten Welt, welche lange nicht mehr von sich hören ließen. Ja, es musste sein. Sobald die Lage wieder sicher ist, könnt ihr sie wiedersehen. Zwar bin ich wohl übervorsichtig gegen normale Pokémon, doch sie haben etwas an sich, das sie gefährlicher wirken lässt, als sie es sind. Günther, halt dich bitte immer zu meiner Bereitschaft, falls ich Aufforderungen habe. Für einen Moment schien das Kanimani tatsächlich nachdenklich und drehte sich kurz zu seinen Freunden. Allerdings schien die Entscheidung getroffen. Gut, du bringst Neuigkeiten und Anweisungen auf Basis dieser und ich werde hier sein, um sie zu empfangen. Eine Sache jedoch. Wissen unsere Freunde in der Zweigwelt Bescheid, weshalb die Verbindung gekappt ist? Omegons Antwort folgte bestimmt. Nein, niemand außer euch weiß Bescheid. Es ist meine und auch eure Pflicht, eine Massenpanik zu verhindern. Gerade wo ich so viele andere Maßnahmen bereits getroffen habe. Die Massen dürfen erst davon erfahren, sollte es wirklich vonnöten werden. Wieder schwankte Günther kurz, bevor er eine mutige Entscheidung traf. Er wagte es, eine Bedingung zu stellen. Wir halten die Stellung und wahren das Geheimnis. Aber nur, wenn du ihnen erklärst, was vor sich geht. Sie gehören zu uns. Und außerdem, wenn diese Welt abgekapselt ist, werden die Pokémon trotzdem in ihre Welt kommen, oder nicht? Sollten sie in diesem Fall nicht auch bereit sein? Erst war Omegon sehr unzufrieden über diese Forderung. Doch schnell begann er auch den Sinn hinter dieser zu verstehen. Nun gut, sobald ich mit den Vorbereitungen fertig bin, werde ich Funkenherz benachrichtigen. Sie reist genügend, um den Rest des Teams zu informieren. Damit steht unsere Vereinbarung. Ich verlasse mich auf euch und bin sicher, dass ihr die Bedeutung des Ganzen versteht. Zwar wirkt nun noch alles sicher, aber es gab auch Zeiten vor dem dunklen Gott, in welchen Darkrai unbedrohlich schien. Und sollte es irgendwie scheitern, dann wäre alles umsonst, was ihr bereits für diese Welt getan habt. Dazu darf es nicht kommen. Über diese Aussage herrschte Einigkeit. Zu viel war geschehen, um es alles vergeblich sein zu lassen. All die Gefallenen, deren Opfer umsonst wären. Nun gut, dann tretet ab. Außer Günther, du bleibst bitte noch. Worte folgten Taten, als Floink, Flamiau, Latias, Latios und Sumpex die geheimnisvolle Höhle verließen. Nun sind sie also weg. Sofort näherte sich Günther und blickte die finstere Echse an. Sein Blick zeigte Wissen. Also Omegon, du weißt, dass ich dir die Geschichte über die ängstlichen Reisenden nicht abkaufe. Was ist das wirklich? Weshalb fragst du mich dies, wenn du es ohnehin erahnst? Darkrai hatte recht, nicht? Die anderen Weltenbäume werden sterben, wenn dieser es nicht tut. Und die Pokémon, die nun hierher reisen wollen, kommen, um ihre Heimaten zu schützen. Habe ich recht? Kurz erwartete das Kanimani, seinen Weltengeist kritisch durchschaut zu haben. Doch Omegon schien nicht von Günthers Verständnis gestört. Die Weltengeister suchten sich zwei Pokémon aus dem Weltenbaum des Forstes. Zwei Brüder. Sie sind auserwählt und sollen diesen Weltenbaum zerstören. Ich traf die beiden bereits, als Terros ihn von ihrer Aufgabe berichtete. Sie sind schwach, ängstlich. Mein bloßer Anblick ließ sie fast aufgeben. Aber ich traue dem Braten nicht. Die Weltengeister und Darkrai werden ihre Gründe haben, diese Mon auszusuchen. Und du erwartest also, dass wir dir helfen, diese Welt trotzdem zu schützen? Ja, du zumindest. Um nur noch eine neue Moral zu kreieren, seid ihr diesem Weg schon zu lange gefolgt. Es schockierte Günther selber, als er diese Worte hörte. Doch vor allem, als er sich selber zustimmen fand.
Wir haben uns entschlossen, diese Welt zu verteidigen. In eine andere der Pokémon könnte ich ohnehin niemals gelangen. Auch nicht, wie ich bin. Ich mag ungerecht sein, dafür andere Welten leiden zu lassen. Aber ist es nicht rechtens, seine Heimat zu verteidigen? Nach allem, was geschehen ist, kannst du dich nicht von diesem Ort trennen, welchen du lerntest zu lieben. Er ist deine Zuflucht aus einer düsteren Welt. Und doch, glaubst du, dass deine Freunde dir zustimmen würden? Nein, sie sind besser als ich. Sie würden uns aufgeben, wenn dafür die anderen Weltenbäume leben würden. Selbst wenn alles, wofür wir standen, damit umsonst wäre. Kurz kehrte Stille in der Höhle ein, bevor Omegon eine wichtige Frage stellte. Ihre Willen sind fest, doch ich weiß nicht, ob die Auserwählten sie nicht umstimmen könnten, sollte es zu einer Begegnung kommen. Ich weiß, dass du mit ganzem Herzen für deine Heimat kämpfst und dein Ehrgefühl hast, auch wenn es zum Härtesten kommt. Glaubst du, dass du wahrlich bereit wärst? Dass du bereit wärst, dich gegen deine eigenen Freunde zu stellen, um sie vor ihrer eigenen Moralvorstellung zu retten. Ihnen als Feind begegnen zu müssen, wenn sie von der Bahn abkommen, auf welcher sie sich lebten. Es kommt darauf an. Ich würde niemals bereit sein, ihnen das Leben zu nehmen. Aber sie bekämpfen, um diese Welt zu schützen, damit unser Team bleiben kann. Der Frieden, für den wir gekämpft haben. Dafür bin ich bereit. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Günther. Du hattest schon immer einen starken Willen.